Leute, neue Reaktion auf ein Video von German Let's Play. Haben wir nie reagiert, aber ein Urgestein der Let's Play-Szene auch von YouTube Deutschland. Ich meine, alleine schon jemand, der sich den Namen German Let's Play reserviert. In einer Zeit, wo wahrscheinlich kein YouTuber oder sowas existiert hat, wo man noch nicht mal wahrscheinlich Geld verdienen konnte, hat er sich einfach ganz frech den Namen German Let's Play reserviert für und seitdem tatsächlich auch seit Jahren, ich glaube auch schon bald 10 Jahre aktiv, aber hat ein Video rausgebracht und sagt, darum werde ich YouTube verlassen. Platz 1 in den Trends. Und deswegen reagieren wir jetzt auf dieses Video und hör mal rein. Und willkommen zu diesem super tollen, lang erwarteten Infovideo. Bevor ich mit diesem ernsten Thema... Ich glaube nicht, dass wenn jemand mit YouTube aufhört oder Pause macht, was auch immer er gleich erzählen wird, dass das Video lang erwartet war, oder? Mal anfange erst einmal Entschuldigung an alle Zuschauer, die sich im Verlauf der letzten Wochen oder Monate Sorgen um mich gemacht haben. Aber ich meinte ja schon, es kommt, wenn es kommt. Ihr müsst euch keine Gedanken machen. Einfach abwarten und chillen. Ich finde es aber gut, dass er es macht. Ich sehe so viele YouTuber, ey, auch in so Fortnite-Zeiten, die wirklich viral gegangen sind, sind dann einfach aus der Bildfläche verschwunden. Und haben nicht eine einzige Sache gesagt, was jetzt eigentlich los ist. Die haben komplett ihre Community im Stich gelassen. Ne? Die sind einfach verschwunden von der Bildfläche, haben nie wieder Videos hochgeladen und sind von der Bildfläche verschwunden. Die haben auf ihre Zuschauer geschissen, ob die wissen, was gerade Sache ist. Es gibt nichts im Leben, was gerade so krass ist, dass du nicht einfach kurz die Leute informieren kannst, dass du sagst, hey, es geht gerade nicht, es gab einen Todesfall oder ne, in der Familie gerade schlecht zu, mir geht's schlecht, gesundheitlich, was auch immer. Es gibt Millionen von Gründen. Man kann immer kurz Info sagen, hey Leute, das war's. Ne? Aber einfach so zu verziehen, habe ich immer so das Gefühl, dass die Leute dann einfach ganz schnell YouTube gemacht haben, versucht haben, so viel wie möglich abzusnacken und dann sich einfach verpisst haben, wo es dann vielleicht nicht mehr so krass läuft oder wenn man keinen Bock mehr hat oder sowas. So habe ich immer das Gefühl, wenn die Leute ihre Zuschauer dann beziehungsweise keine Videos mehr hochladen, ohne überhaupt irgendwas Bescheid zu sagen, ne? Eigentlich erst vor Werbung auch in diesem Video hier unterzubringen, weil sich in den letzten Monaten einiges angesammelt hatte. Aber habe mich jetzt trotzdem dagegen entschieden und werde höchstwahrscheinlich heute auch noch ein ungefähr 2-minütiges Werbevideo hochladen mit verschiedenen Dingern drin. Und falls ihr euch jetzt schon fragt, wie das in Zukunft weitergehen wird mit den Videos, schaut euch das hier in voller Gänze an. Vielleicht auch noch ein zweites Mal, weil das ein bisschen komplizierter wird. Und dann werdet ihr wahrscheinlich alles verstehen. Und schaut auch gerne noch in die Videobeschreibung. Da ist TikTok, Twitter und Instagram. Ich werde seine Videobeschreibung mal kopieren, dann findet ihr all seine Links. Oh Leute, ihr glaubt gar nicht, wie wenig Lust ich darauf habe, dieses Video hier aufzunehmen. Aber egal, dann kann ich euch zumindest ein bisschen aufklären und ihr habt die Möglichkeit nachzuvollziehen, was hier so die letzten Jahre abging. Achso, und falls ich ein bisschen müde klinge, ich habe gerade eine Gürtelrose und bin krank. Nicht wundern. In diesem Video werde ich die Themen Krankheit und Tod behandeln, welche belastend verstörend wirken können. Wenn du seelische Unterstützung brauchst, melde dich bei telefonseelensorge.de. Oha, sieht voll an, als ob er irgendwie Depression oder so hatte, ne? Kann schon passieren. Bei YouTube kriegt man schon schnelle Berichte. Ich habe am 28.02.2010 mit German Let's Play begonnen. Gibt es YouTube nicht erst seit 2007, 8? Holy shit, 12 Jahre YouTube. Ey, für viele Kindheit. Wenn man sich vorstellt, wenn Kinder ihn damals... Wenn Kinder, seit 2005, also 5 Jahre nach YouTube-Entstehung, ne? Wenn Kinder ihn damals mit 12, 11, 13, 14 Jahre, egal was, ne, wenn die da ihn schon angefangen haben zu schauen, weil damals Minecraft krass rausgekommen ist, damals mit Gronkh und so weiter, ich weiß noch, Kohle, Kohle, Kohle und Wolkenpalazzo und was auch immer, in 12 Jahre später, die sind inzwischen selber 24, 25, 26, die waren einiges vielleicht ja, schon älter als ich, ich alter ja nicht, ne? Die haben mich wahrscheinlich schon längst überholt und so weiter. Zehn Monate später, also Anfang 2011, habe ich nach einem Toilettengang auf einmal gemerkt, oh, mir ist total schwindelig und warum ist da gerade Blut?
in der Toilette. Ich bin dann, wer hätte es erwartet, natürlich auch sofort zum Arzt gegangen. Dann hat man verschiedene Medikamente ausprobiert. Einige davon waren auch wirklich richtig ekelhaft. Dann hatte ich eine Magenspiegelung und keiner konnte mir sagen, was genau da abgeht. Und dann, im April 2011, bin ich ins Krankenhaus, habe meine erste Darmspiegelung bekommen und das Ergebnis war eine chronisch entzündliche Darmerkrankung namens Colitis ulcerosa. Hört sich ekliger, hört sich... Irgendwie ist der Name harmloser, als er sich anhört, oder? Colitis, Alter. Das frage ich vielleicht, wenn ich im Club bin, oder sowas. Darf ich deine Colitis? Kleiner Random Fact. Ein paar von euch erinnern sich vielleicht noch an das tolle Darmspülgespräch gemeinsam mit Palette. Jetzt versteht ihr auch endlich, warum ich darüber so viel weiß. Ich will mich in dem Video gar nicht so viel mit der Colitis beschäftigen, weil das absolut nebensächlich ist. Aber trotzdem lese ich einmal kurz vor, damit jeder versteht, was da überhaupt abgeht. Die Colitis ulcerosa ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, kurz CED, die den Dickdarm betrifft. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um ein gestörtes Zusammenspiel des Immunsystems, des Darms und der Darmflora. Die Darmbarriere wird geschädigt und eine chronische Entzündung ausgelöst. Habt ihr das da eigentlich schon gesehen? Ich werde in diesem Video Quellen angeben, damit ihr vielleicht noch ein bisschen mehr nachlesen könnt, falls euch das interessiert. Und falls ihr helfen wollt, selbstverständlich auch noch ein paar Anlaufstellen verlinken, zu dem ihr, weiß ich nicht, einfach mal einen Fünfer spenden könnt, wenn ihr wollt. Das geht dann je nachdem in die Forschung oder in andere Bereiche in dieser ganzen komplizierten Thematik. Kurz zu meinem Krankheitsverlauf in Bezug auf die Colitis, damit wir das einmal eben abhaken können. Ich habe verschiedene Cortisonpräparate bekommen, ich habe Azathioprin bekommen, solche Immunsuppressiva, die das Immunsystem runterpressen, damit mein Körper sich nicht selber angreift. Bei dieser Erkrankung entzündet sich der Darm, dadurch ist dann auch die Gefahr, Darmkrebs zu bekommen, viel höher. Das kann so schlimm werden, dass dir der ganze Darm rausgeschnitten werden muss oder zumindest ein Teil davon. Aber ich muss sagen, da hatte ich eigentlich relativ viel Glück. Ich hatte immer mal wieder Schmerzen und schwierigere Phasen, bessere Phasen, aber brauchte dann irgendwann keine Medikamente mehr. Ich glaube, ich habe die Medikamente 220 abgesetzt. Und seitdem bin ich auch in Remission, also alles tippitoppo. Und noch ein paar Worte an die Leute, die das gerade hören, die vielleicht irgendwann in ihrer Zukunft mal eine Diagnose in die Richtung bekommen oder das vielleicht auch schon seit Jahren selber durchmachen. Nur weil es euch in der Anfangsphase richtig schlecht geht, heißt das nicht, dass das so für immer weiterlaufen muss. Und falls ihr eine gute Anlaufstelle dafür sucht, geht einfach auf dccv.de. Das ist die Deutsche Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa Vereinigung, bei der ihr Mitglied werden könnt, zu der ihr Geld spenden könnt. Die haben zum Beispiel auch einen Podcast, also falls ihr einen Verwandten habt, macht euch da schlau, redet mit dem darüber, schleift ihn vielleicht zu einer Selbsthilfegruppe, falls ihr das irgendwie möchte. All das findet ihr dort. Ja gut, also die Colitis wurde im April 2011 diagnostiziert. Zeitgleich wurde im Krankenhaus aber auch festgestellt, dass meine Leberwerte irgendwie explodiert sind. Und daraufhin meinten die, dass ich ganz dringend mal zu einem Radiologen fahren muss. Ich habe direkt einen Termin gemacht und 4 Monate später konnte ich dann dahin. Wir befinden uns also jetzt schon im August. Ein schneller Termin in Deutschland, ne? Du bist gerade am Sterben, brauchst einen Radiologe, 4 Monate später kannst du gerne vorbeikommen. 2011. Dort wurde dann ein MRCP gemacht, das ist eine Untersuchung, bei der ihr euch hinlegt. Dann wird euch Kontrastmittel gespritzt und ihr seid in so einem Kernspintomographen. Und es wird laut, nervig, ihr müsst zwischendurch mal tief einatmen, die Luft anhalten, wieder ausatmen. Und dann am Ende haben die hoffentlich einen tollen Scan von eurem Körper. Der hat dann da irgendwas reininterpretiert, gesagt, was er dort gefunden hat. Und dann hieß es, dass ich noch eine weitere Erkrankung bekommen habe, die als Begleiterkrankung der Colitis gilt. Und zwar heißt die PSC oder auch primärsklerosierende Cholangitis. Ich zitiere einmal, bei der primärsklerosierenden Cholangitis handelt es sich um eine seltene chronische Krankheit. Sie führt dazu, dass ihre Gallengänge permanent entzündet sind. Gleichzeitig vermehrt sich krankhaft das Bindegewebe, das die Gallenwege umgibt, wodurch sie sich verengen und verhärten. Die Galle kann nicht mehr ungestört von der Leber in den Darm fließen, sondern sammelt sich vor den Verengungen an. Die primärsklerosierende Cholangitis entwickelt sich meist langsam und mündet im Endstadium in einer Leberzirrhose. Alter, was hat er da für ein Cocktail? Ganzer Körper fast gefühlt entzündet sich oder sowas. Wenn ich mir das gerade so anhöre, hört sich das so an, als ob es eigentlich eine übergeordnete Krankheit gibt, die einfach deinen gesamten Körper zum Entzünden bringt. Ne? Den Darm, jetzt auch die Leber und so weiter und nicht nur so einzelne Geschichten. Also zumindest so gefühlt. Und das wiederum bringt mich direkt zu der Prognose. Ich lese wieder vor. Studien zufolge beträgt die durchschnittliche Überlebenszeit nach der Diagnose PSC etwa 10 bis 20 Jahre, wenn keine Lebertransplantation vorgenommen wird. Mit einer Lebertransplantation können viele Betroffene jedoch deutlich länger leben. Mir fallen natürlich noch deutlich schlimmere Sachen ein, die man so bekommen kann. Gut, 10 Jahre hat er schon locker um. Von daher denke ich mal nicht, dass es so kritisch war. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, was das in einem Kopf auslöst. Ich war zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt und ich habe schwarz auf weiß gelesen, dass ich theoretisch in 10 Jahren tot sein könnte. Ja, also wäre ich jetzt schon seit einem Jahr tot.
Auf der anderen Seite, das ist ja nur eine Prognose. Man weiß nicht, wie sich die Medizin weiterentwickelt, was genau da noch abgehen wird. Es gibt so viele coole Ansätze, das glaubt ihr gar nicht. Sowas wie Gallengangsregeneration. Oder ich höre auch schon seit irgendwie 5 Jahren mindestens von Noah Urso, das wäre das allererste Medikament bei dieser Erkrankung, was überhaupt irgendwie was bringen würde. Man bekommt auch Proforma Urso Falk verschrieben, aber da, es bringt nichts, es ändert gar nichts an der Lebenserwartung. Und die wenigsten werden jetzt seit 2011 dabei sein hier auf diesem Kanal. Aber neben all dem, was ihr so bisher von mir mitbekommen habt, war das immer so ein Thema, was mich begleitet und so einmal im halben Jahr runtergezogen hat. Ich bin ungefähr alle 3 Monate einmal zum Arzt, habe mein Blut untersuchen lassen, ob alles in Ordnung ist mit den Leberwerten, wurde immer mit einem Ultraschall gescannt, ob man da vielleicht irgendwas sieht. Allerdings blieb es dann dabei und ich wusste nie, wie weit ist die Scheiße denn jetzt schon fortgeschritten? Stehe ich da immer noch irgendwie am Anfang? Ist der Verlauf super lahmarschig oder ist die Leber gerade schon dabei, irgendwie zu verrecken? Das Doofe daran ist, man merkt es halt auch einfach gar nicht. Ja, das ist das Ding, ne? Du hast das immer so im Kopf und das so nagt an dir. Vor allen Dingen, wenn du auch noch so eine Diagnose kriegst, von wegen, dass du noch ein Zeitlimit hast, ne? Passiert, bis die Leber keine Lust mehr hat und dann fangen die Symptome an. Und alleine, weil ich mir ständig diese Frage gestellt habe, wo stehe ich jetzt und wann sterbe ich, habe ich meinen Arzt, wer hätte es erwartet, ständig diesbezüglich gelöchert. Recht früh wurde dann auch erwähnt, dass man mal mit einem richtigen Profi darüber reden könnte, woraufhin ich jedes Mal gesagt habe, ja bitte, bitte geben Sie mir irgendwelche Infos. Und ich kann euch nicht mal sagen, wie oft ich dieses Thema angesprochen habe. 10, 20, 30 Mal. Ich habe dann sogar mehrfach nochmal mit ihm telefoniert, ihm das geschildert alles. Also wirklich die Frage gestellt, wie weit ist die Zerstörung schon vorangeschritten? Wann geht es hier zu Ende? Und ich war mittendrin, gerade das so auf den Punkt zu bringen, um einfach auch um das mal drastisch deutlich auszusprechen, damit er es versteht, dann gab es eine Unterbrechung, die Verbindung ist einfach abgebrochen, er ruft wieder zurück, ich formuliere das aus und stelle ihm wirklich diese entscheidende Frage und dann bricht es wieder ab und er ruft nicht mehr zurück. Also wie kann man nach so einer Frage nicht nochmal zurückrufen? Hä? Wie? Und dann dachte ich mir, nee, es reicht jetzt. Ich hatte mir dann von der DCCV einen Arzt bei mir in der Nähe raussuchen lassen, der sich damit wirklich auskennt. Ich habe dann dort einen Termin gemacht, musste natürlich erstmal ein bisschen warten und habe mich... Also der Arzt hatte richtig Bock, ne? Der hatte richtig Bock auf seinen Job. Oh, der will wissen, wann er tot ist. Ey, piep, piep, Verbindung schlecht, bin gerade im Tunnel oder sowas. Der hatte richtig Bock auf die Geschichte, ey. In der Zwischenzeit zum ersten Mal richtig diesem Thema gewidmet. Also so, dass ich akzeptiert habe, demnächst eventuell daran zu sterben. Weil ich wusste ja gar nichts über meinen aktuellen Stand. Dann gab es jetzt im Jahr 2021 im September den ersten Termin bei dieser Profifrau. Da wurde dann Blut abgenommen, das wurde ins Ausland geschickt. 10 Jahre! Ne, 2011 hat er ja das Ganze gehabt und 10 Jahre später hat er erst tatsächlich nochmal hier... Zu gucken, ob da zwei bestimmte Dinger erfüllt sind, ich weiß es gerade schon gar nicht mehr, 2 bestimmte Bakterien zu finden sind, irgendwie sowas. Dann gab es auch noch eine leckere Stuhlprobe, einen Ultraschall und dann meinte die, Junge, geh nochmal in ein MRCP, wie vor 10 Jahren. Das war dann auch bei einem komplett neuen Radiologen, den ich vorher noch gar nicht kannte. Und bei dem kam dann das hier raus. Langerstreckige Einengung des Ganges. Also des Gallenganges, der ja vernarbt, ne, durch die Krankheit, wie ich vorhin schon gelesen habe. Und natürlich habe ich den Radiologen dann direkt vor Ort auch gelöchert. Und ich zeige ihm außerdem den Befund von vor 10 Jahren. Ey, diese Animationen sind so nice, ne, Props auf jeden Fall für die Production Value. Ne, hab ihn gelöchert, hat er gerade hier gezeigt, wie mit einem Loch hat er tatsächlich eine Und dann direkt vor Ort auch gelöchert. Und ich zeige ihm außerdem den Befund von vor 10 Jahren, also den allerersten. Und er sagt, also anhand dessen hätte ich jetzt nicht unbedingt eine PSC diagnostiziert. Und ich stand dann da und habe mich einfach gefragt, wie, was denn dann? Was denn dann? Und dann hat er mehr oder weniger gesagt, keine Ahnung, aber da ist etwas. Der hat irgendwas Komisches gesehen, aber gleichzeitig auch den alten Befund nicht bestätigt, mehr oder weniger. Dann wurde gemutmaßt, dass das vielleicht Gallengangskrebs ist oder was weiß ich was. Und diese Unwissenheit, obwohl man gerade gezielt eine Antwort sucht, das war ui. Und dann musste ich 2 Wochen mit dieser nicht existierenden Info warten auf einen neuen Termin bei meiner Leber-Profifrau. Ich gehe dann dahin, freue mich auf irgendwelche neuen Erkenntnisse, aber diese Frau hatte auch, wie ich, ganz viele Fragezeichen über dem Kopf. Dann hatte ich noch einen Fibroscan gemacht, wo man die Beschaffenheit der Leber scannt. Die Blutergebnisse waren da, alles war final fertig, sozusagen. Und die Antwort auf meine Frage war, wir haben keine Ahnung, was da genau abgeht. Geh ins Krankenhaus und lass ein ERCP machen. Das ist wie ein MRCP, nur dass man dabei schläft und dass sie mit einem Schlauch durch deine Nase oder deinen Mund bis nach unten zu den Gallengängen geht, dann vor Ort Kontrastmittel reinböllert und dann nochmal von außen scannt, um zu erfahren, was da genau passiert.
Und dann war ich kurz darauf, kurz vor Weihnachten, im Krankenhaus. Ich hatte mir auch schon ein paar Gedanken über das Thema gemacht, was da los sein könnte. Hab diese Gedanken dann auch mit den Ärzten dort besprochen. Es gab genau 3 Szenarien, die ich persönlich auf dem Schirm hatte und wo die Ärzte auch sagten, ja, das könnte sein. Einmal das Best-Case-Szenario, die PBC, auch primärbiliäre Cholangitis genannt. Das ist zwar immer noch eine doofe Diagnose, aber halt keine, die wirklich an deiner Lebenserwartung kratzt. Dann das zweite Szenario, einfach nur Gallengangskrebs und sonst gar nichts. Und ja, das wäre sehr, sehr schlimm, aber es wäre zumindest eine Sache, die man bekämpfen kann, was bei der PSC halt gar nicht geht, da das passiert einfach und man stirbt. Natürlich, ja, man könnte dann eine neue Leber bekommen, übrigens auch super tolle Krankheit, denn bei der PSC... Und da gerade schreibt auch noch einer in den Chat und dann noch die ganze Zeit YouTube. Ja, währenddessen, was er hier hat, diese Gedanken, ne, die Krankheit, Krankheitsverlauf, ständig Ärzte besuchen, währenddessen hat er die ganze Zeit YouTube-Videos gemacht. Wie immer wieder für die Leute Content gemacht. Logischerweise ist auch, man muss ja auch von was leben und so weiter. Aber trotzdem krass viel Aufwand, ne? Besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass selbst bei einer neuen Leber diese Kacke wieder von vorne beginnt. Und das schlimmste Szenario, PSC in Verbindung mit Gallengangskrebs. Ich war dann also dort im Krankenhaus und das allererste, was gemacht wurde, war einfach noch ein MRCP. Einen Monat vorher wurde zwar auch schon eins gemacht, aber die wollten halt gucken, ob da irgendwie ein Unterschied zu sehen ist. Das macht ja auch Sinn. Danach konnten die sich immer noch nichts erklären. Und wir haben dann auch gar nicht dieses ERCP gemacht, weswegen ich eigentlich da war, sondern wir sind direkt einen Schritt weiter gegangen und haben eine Leberbiopsie gemacht. Ich wurde also schlafen gelegt, hab dann so eine sehr dünne, sehr lange Nadel durch meine Leber einmal gestochen bekommen. Und stimmt, und er hat natürlich auch Druck, weil er 3 Millionen Abonnenten hat, ja klar. Und der muss, der will ja die Leute unterhalten, muss ganz Zeit happy im Video sein und die Leute unterhalten, die wollen ja auch jeden Tag ein Video sehen und was auch immer und das ist ja auch viel Arbeit, ne? Da lag ich da noch einen Tag und durfte nach Hause gehen. Dort habe ich dann ein bisschen Minecraft Flucht gespielt mit Palette und auf das Ergebnis gewartet, weil das wird ins Labor geschickt, das braucht dann noch ein paar Tage. Und dann vergeht ein bisschen Zeit, ich rede mit jemandem aus dem Krankenhaus, der mir auch nochmal was zu dem Befund erzählt und er sagt mir, mehr oder weniger, dass alle 3... Und daran sieht man, dass jeder YouTuber auch Streamer sein eigenes Päckchen zu tragen. Natürlich, wir sind doch 0 auf 15 Menschen, jeder ist genauso. Wir haben alle unser Privatleben, wir haben alle unsere Sorgen, Probleme, Krankheiten, gesundheitliche Probleme, Familien und was auch immer. Es kann immer irgendwas sein, Leute. Szenarien, nee, die ich im Blick hatte, Zuschauer nicht zutreffen. Bedeutet, laut der Biopsie habe ich einfach gar nichts in diese Richtung, gar nichts. Daraufhin durfte ich mein Medikament Ursofalk absetzen und das habe ich an dem Tag auch direkt gemacht und herausgefunden, dass es eine Studie gibt, bei der Leute mit PSC das gleiche getan haben und nach 3 Monaten, ich glaube, bis zu 40% erhöhte Leberwerte festgestellt wurden. Und diese 3 Monate sind gerade um und das ist auch übrigens der Grund dafür, warum ich hier Ewigkeit mit dem Video gewartet habe. Auch einerseits, weil es ultra schwer war, mit diesem Video überhaupt zu beginnen, aber eben auch, weil ich kein zweites Video darüber machen wollte. Und das Ergebnis ist, dass meine Leberwerte einfach genau da sind, wo sie vorher auch waren. Im Normalbereich. Ich dachte also, 4016 Tage, dass meine Gallengänge vernarben und ich theoretisch jederzeit eine neue Leber brauchen würde. Aber Manuel, warum wart ihr denn nicht früher noch bei anderen Ärzten und habt euch eine andere Meinung eingeholt? Das hätte man auf jeden Fall machen sollen, das stimmt. Aber auf der anderen Seite hatte ich in dem Moment Schmerzen, war verwirrt, war ängstlich. Dann steht plötzlich zu der eigentlichen Erkrankung, weswegen ich da bin, nochmal was ganz anderes auf dem Tablett. Und wir reden ja auch nicht nur von einem Arzt, der das gesagt hat, sondern dieser ganzen Konstellation. Ein Arzt schickt mich zu dem Krankenhaus, das Krankenhaus macht verschiedene Untersuchungen, schickt mich dann noch woanders hin, der sagt mir seine Meinung dazu, dann bekomme ich einen neuen Hausarzt, der ein bisschen vertraut ist damit. Und da muss ich halt... Einfach Ärzte-Ping-Pong, ne? Kennen auch viele, die auch schon mal ein bisschen Ärzte-Geschichte gemacht haben, aber Ärzte-Ping-Pong, du wirst von einem zum anderen geschleudert, wie so ein Ping-Pong-Ball, der du die ganze Zeit hin und her geballert wirst. Und du hast so das Gefühl, irgendwie, du kommst nicht weiter. Sagen, das wäre in der Aufgabe dieses einen Arztes gewesen, da nochmal genauer hinzugucken und irgendetwas zu tun. Und um die Frage vielleicht auch noch vorwegzunehmen, auch wenn ich es vorhin schon mal gesagt habe, macht euch keine Sorgen um mich, offensichtlich komme ich damit klar. Und warum sollte ich damit auch nicht klarkommen? Wenn ich mit einer Hiobsbotschaft, einer tödlichen Diagnose klargekommen bin, dann komme ich selbstverständlich auch damit klar, dass ich eben nicht jetzt in nächster Zeit sterben muss. Und ich glaube, das wird den einen oder anderen auch nochmal ein bisschen schockieren. Ich würde das gar nicht rückgängig machen wollen, die Diagnose, die Fehldiagnose. Das hat mich schon sehr, sehr stark beeinflusst und mich auch mit Sicherheit über Dinge nachdenken lassen, über die man vor allem in diesem Alter noch gar nicht nachdenkt. So viel zu der Geschichte, jetzt einmal zum aktuellen Stand.
Ihr habt vielleicht in den letzten Jahren bemerkt, dass ich nichts anderes mache außer YouTube. Und ich habe mir auch nie eine Auszeit oder irgendwas genommen. Das Einzige, wo ich sagen kann, okay, das war ein bisschen wie Urlaub, waren diese 30-tägigen Phasen, wo ich einfach nicht mehr arbeiten konnte, weil meine Stimme nicht mehr da war. Und das dürfte, nur mal nebenbei, an den Medikamenten liegen, die ich für meine Colitis eingenommen hatte. Denn das drückt das Immunsystem runter und dementsprechend kommt der Körper nicht mehr so gut mit einer Infektion klar. Und da musste ich mir danach 20 Tagen, 30 Tagen irgendwann eingestehen, okay, der Körper schafft es nicht, gegen dieses Bakterium in meinem Hals vorzugehen. Ich brauche ein Kack-Antibiotikum. Und zack, paar Tage später. Ärzte Ping-Pong kenne ich nur zu gut. Hatte damals auch mittlerweile, kenne die Ärzte meine Probleme. Ja, Y3000 sagt das auch. Also Zuschauer kennen das natürlich genauso. Ich hatte auch so, ich hatte kein krasses Ärzte Ping-Pong. Ich hatte nur wegen dem Schienbein so ein bisschen, als ich noch aktiv Sport gemacht habe. Keine Ahnung, so 4 Ärzte oder so besucht, aber danach hat sich's gelegt. Manuel war wieder back. Und nein, ich will damit nicht sagen, dass das, was ich hier über die Jahre gemacht habe, der härteste Job aller Zeiten war. Aber wenn du jeden Tag aufstehst, dich an den PC setzt, nur den Gedanken YouTube hast, dann mit diesem Gedanken auch noch schlafen gehst und sich das mal eben so 10, 11, 12 Jahre wiederholt, das ist halt einfach irgendwann auch für mich zu viel. Aber Manuel, du kannst das ja jetzt erstmal so machen und da vielleicht irgendwie einen Ausgleich schaffen. Und da kann ich von vornherein sagen, nein, ich werde das ganze Thema jetzt erstmal ruhen lassen, mir auf unbestimmte Zeit eine Auszeit nehmen und mich ein bisschen um meinen Körper kümmern. Jetzt, als es absehbar war, dass ich nicht in nächster Zeit abnippeln werde, habe ich auch direkt die Hyposensibilisierung gegen Staub gestartet, werde dann in den nächsten Monaten, sobald die Pollenzeit vorbei ist, auch noch eine Hyposensibilisierung gegen Birke und Erle machen und ja, irgendwo dazwischen meine Nase endlich mal operieren. Eher jetzt auf das Innere bezogen, weil ich konnte in meinem gesamten Leben noch nie durch die Nase atmen und ich wüsste einfach mal gerne, wie das ist. Und wenn ihr wollt, kann ich dazu auch gerne das ein oder andere bei Twitter posten. Das mache ich ja auch schon bei der Hyposensibilisierung. Ansonsten wartet bitte nicht auf mich, fragt auch nicht ständig, wann denn jetzt mal wieder was kommt. Ich kann mir schon vorstellen, mal wieder punktuell so ein bisschen reinzusliden. Zum Beispiel, wenn es ein Raft-Update gibt oder ein riesiger Minecraft-Patch kommt. Aber da braucht ihr mir auch nicht Bescheid sagen. Ich sehe das ja selber, wenn dort ein Update erscheint. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt alles soweit. Genauso wie die Leute die ganze Zeit schreiben, guck mal, es gibt, warum sind die so da, ne? Jeder YouTuber hat das gleiche Problem. Klären können, ihr versteht das alles. Ich habe mir sehr viele Gedanken zu dem Thema gemacht und das Einzige, was ich wirklich richtig schade finde, ist der Fakt, dass ich jetzt nicht mehr für eure Ablenkung sorge und euch auch, jetzt natürlich nicht alle, aber einige, nicht mehr weiter auf dem Weg des Erwachsenwerdens begleite. Da ich das jetzt schon so lange mache, habe ich im Verlaufe der Zeit sehr viele Nachrichten in diese Richtung bekommen, wo sich Menschen bedankt haben, die jetzt mittlerweile vielleicht auch 25 Jahre alt sind, 30 Jahre alt sind, dafür, dass die mit mir aufwachsen durften. Das ist krass, ne? Viele sind mit ihm aufgewachsen und was auch immer, haben zu ihm raufgesehen. Und einerseits kann man natürlich sagen, der soll sich absolut die Pause gönnen. Der hatte diesen Krankheitsverlauf jetzt und der hat jeden Tag YouTube-Video hochgeladen. Der hat alles erreicht. Der ist einer der bekanntesten YouTuber gewesen oder ist, was auch immer. Auch wenn er natürlich kein Streamer ist in dem Sinne und jetzt nicht an den krassesten Events teilnimmt. Auf YouTube ist er immer noch sehr, sehr stark verbreitet und hat seine Abonnenten, Stammzuschauer und so weiter. Und der hat alles erreicht. Das ist aber natürlich sein Lebenswerk. Es ist scheißegal, ob du natürlich alles erreicht hast und die Kohle hast es und was auch immer. Es ist dein Baby. Bei mir ist das ja auch so. Ne? Meine Kanäle sind meine Babys, das sind meine Lebenswerke. Ich stecke da Herzblut rein. Ich würde wahrscheinlich noch Videos machen, wenn mein Bein gerade dabei ist, abzufallen oder sonst was, weil ich einfach so viel Liebe und Zeit und Mühe immer reingesteckt habe. Und er ja genauso. Er hat da ja genauso viel reingesteckt und deswegen hat er das ja auch weitergemacht, weil er da mit Leidenschaft dran gesessen hat, denke ich mal. Ne? Ich bin jetzt keiner, der ihn tagtäglich verfolgt hat, aber dürfte für viele Menschen das sein, was Dragon Ball damals für mich war. Und das ist mit Abstand der größte Erfolg, den ich jemals in meinem Leben haben werde. Und diese Aussage nehme ich hier nochmal im Nachhinein auf, weil das muss ich einfach nochmal ganz kurz ansprechen. Ich habe wirklich in den letzten 12 Jahren so viele Kommentare bezüglich Mobbing bekommen, dass Leute halt einfach weggemobbt wurden in der Schule, auf der Arbeit oder sonst wo. Und ich sage das jetzt nur für die geringe Wahrscheinlichkeit, dass zumindest einer dann damit aufhört. Lasst es einfach bleiben. Wenn ihr euch später irgendwann mal weiterentwickeln solltet und da als Erwachsener nochmal drüber nachdenkt, dann wird euch das richtig unangenehm sein und das nicht mehr rückgängig machen können. Das wollte ich nur mal ganz kurz noch gesagt haben, ne? Und da ich ja gerade schon so offen bin, kann ich auch einmal ganz kurz ein Thema anschneiden, worüber ich normalerweise nie rede. Und zwar das Thema Geld. Denn euer Manuel hat in der Sekunde, wo er mit dem ganzen Spaß hier Geld verdient hat, sofort einen Steuerberater kontaktiert und dieses Thema nie aus dem Blick verloren. Deswegen gab es da auch nie irgendeine Schwierigkeit. Was ich damit sagen will, ist, ihr braucht euch dahingehend keine Sorgen um mich machen. Ich habe das Geld gut angelegt, brauche keine Angst haben, dass irgendwann mal das Finanzamt rumkommt und sagt, hey, könnt ihr mal bitte nochmal hier einen fetten Betrag von dir haben? Jetzt aber genug gelabert. Schaut sehr gerne in die Videobeschreibung, da sind, wie ich schon vorhin meinte,
bisschen Häuser, Quellen. Aktien. Und guckt euch das andere Werbevideo an, welches ich jetzt bald hochladen werde. Folgt mir auf allen Social-Media-Plattformen. Ich habe Instagram und vor allem noch Twitter. Krasse Kiste, ne? Was da alles so im Hintergrund abläuft. Und das ist es halt, Leute. Ihr wisst nie, was so ein YouTuber gerade hat oder durchmacht oder was auch immer. Auch gerade dann die ganzen 0815 möchtigen Hater, die krassesten Beleidigungen raushauen. Wieso? Du bist blöd, lösch dich. Krasse Geschichte. Ne, ihr wisst nie, was einer durchmacht oder was auch immer. Und selbst wenn ihr einen YouTuber nicht aktiv verfolgt, ne, dass natürlich auch er immer noch da im Hintergrund quasi sein Leben macht und versucht da irgendwie über die Runden zu kommen, trotz allen Problemen. Ne, ich versuche ja auch ganze Zeit Content zu machen, trotz Renovierung, Zeitstress, Druck, das hier alles zu machen. Teilweise Druck auf YouTube, ne? Mit YouTube mich nicht irgendwie immer noch irgendwie in die Versenkung reinjagt, nur weil ich nicht 10 Millionen Klombo-Videos hochlade pro Tag oder so. Ne, da hat man natürlich auch seine Sorgen. So, auch er gesundheitlich schlägt sich da durch und vielleicht hat auch der eine oder andere auch mal ihn gehatet, weil er ihn doof fand. Das wollte den Kanal löschen oder sowas. Vielleicht bereut das ja der ein oder andere, ne? Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Beste. Haut auf jeden Fall bei ihm einen Like-Button rein. Gerne auch natürlich bei ihm abonnieren. Link in der Videobeschreibung. Aber die Leute sollten ihn kennen. Ne, sehr interessantes Video auf jeden Fall. Und für